Wir haben hier drei Spezialeinheiten-Agenten. Tobi, Tati und Julius sind gerade von mir mit Kabelbinder gefesselt worden und sie jagen mich durch die ganze Stadt. Wir sind noch nicht gefesselt. Es ist viel zu fest. Das Band hier ist ein bisschen wack, aber die sind tatsächlich mit Kabelbindern gefesselt. Mal gucken, wie die hier wegkommen. Ich habe tatsächlich einen GPS-Tracker in der Tasche und teile die ganze Zeit meinen Standort mit denen und die müssen versuchen, mich zu fangen. Das Video ist natürlich wie immer inspiriert von Mr. Beast, von dem auch sonst. Wir haben keine eigenen Ideen, oder? Nee, haben wir wirklich nicht. Ich werde hier noch ein paar Minuten stehen bleiben, bis euer Blut abschnürt und ihr müsst mich fangen. Nein, Spaß. Wir müssen sofort los. 5 Minuten kriege ich Vorsprung. Ich würde sagen, wir müssen los. Let's go. Auto sperren. Wir nehmen diesen scheiß Mietwagen hier und fahren erstmal Richtung Stadt. Wir fahren erstmal Richtung Stadt. Ja, okay. Wo ist der Schlüssel? Da! Wo? Da irgendwo. Wo? Wo? Wir gehen hier an. Also pass auf, ich hab eine Idee, kommt mal mit. Die Schere ist mit meinem Pulli. Aber warte, soll ich mal... Warum ist sie in deinem Pulli? Warte. Der liegt da links. Oh, Jungs! Wir haben halt nur 5 Minuten Zeit Vorsprung. Danach haben wir gesagt, soll ich auf jeden Fall nicht mehr das Auto benutzen? Junge, wir haben keine Zeit dafür. Bitte machen Sie sich an die Verkehrsregeln hier halten. Ich werde vom FBI gejagt, ja? Natürlich halten wir jetzt auch an die Verkehrsregeln. Wir dürfen sich übertreiben. Jetzt heißt es aber erstmal in die Stadt rein. Und die Ampel ist auf jeden Fall grün gewesen. Warte, ich mach das hier kurz auf. Oh, ich hab deine Lederjacke. Okay. Jetzt schnell, mach uns auf, schnell. Mach schnell. Oh, komm, wir fahren. Was, ey, was? Okay, hast du's? Okay, wir haben eine GoPro, wir haben eine Drohne noch dabei. Okay, Leute, es ist vielleicht gerade geblurrt, aber ihr seht, die sind schon auf dem Weg, die sind schon am Abfahren. Ja, okay. Meinst du, die haben sich schon befreit? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, die brauchen ein bisschen, weil ich habe das bei Julius tatsächlich sehr, sehr fest gemacht. Echt? Und ich denke mal, seine Hände sind abgestorben. Gut, an dem Wagen halt hier ist, wir können den halt überstehen lassen. Das ist halt so ein Mietwagen, so ein Rental-Car, so ein Share-Ding. Was natürlich mit Tobis Auto, wenn er sein eigenes nimmt, nicht so gut geht. Das heißt, wir haben da einen kleinen Vorteil. Ich weiß aber auch, dass sehr viele Shares in der Nähe da gewesen sind. Digga, guck mal, wo die schon sind. Ja, eben. Wir müssen los, okay. Sprengen. Ja, bester Beast auch gemacht. Ja, Bro, das ist halt eine sehr wichtige Brücke hier in Köln. Ich weiß nicht, ob das Laube für ein YouTube-Video ist, das ist ziemlich übertrieben. Okay, hier ist unser Parkplatz. Ja. Unter der Brücke. Ja. Auto aus. Wir gehen gerade zu Fuß zurück und dann vielleicht noch ein Mietbike. Komm, komm, so schnell. Wir sind jetzt im Kulturpark Köln. Wo ist der Kulturpark Köln? Direkt hinter nach der Zugbrücke. Langsam. Ich glaube, die haben das Auto abgestellt. Kann das sein? Gut, dass ich gerade krank war und keine Aussage habe und fett bin. Irgendwo ganz schnell einen E-Scooter suchen. Scheiße, das ist rot. Okay, hier rüber. Hast du eine E-Scooter-App? Alle, glaube ich. Okay, mein Scooter steht hier vorne drin. Ja, schau mal, was hier für ein Verkehr ist. Wir können Glück haben. Schau mal, wenn wir Glück haben, stehen die alle genauso im Verkehr wie wir. Digga, was hier los ist, ist krank, okay. Hilfe, kann nicht mehr. Wir nehmen jetzt beide Roller, er den da vorne. Ich weiß nicht, wie viel dieser Kamera damit fahren soll. Mann, ich bin FBI-Agent. Warum habe ich eine rote Ampel? Wofür brauchen wir Geld jetzt? Digga, ich hab noch eine Idee, warte. Der ist kaputt, der Automaten. Nee. Nein, Digga, nein. Es ist so anstrengend, so zu fahren. Oh mein Gott, das ist so anstrengend. Leute, schreib jetzt mal in die Kommentare, was denkt ihr, wie lange halten wir es aus, vor dem zu fliehen? Dein Ständer ist so, dein Ständer. Egal, zieh durch. Routenbeschreibung, Zoobrücke runter. Ja, wo? Es gibt 2 Abfahrten. Zoo Flora. Beim Zoo, da sind sie. Wir sind gerade beim Steakhouse La Casona. Okay, mach's gut, das Leer, ich muss weiterlaufen. Mein Scooter ist einfach leer gegangen. So. Echt jetzt? Oh nein, mein Ständer ist gerade abgebrochen. Guck mal. Das kann nicht sein. Der ist leer gegangen und der scheiß Ständer ist abgebrochen. Da oben das Hochhaus? Guck mal da. Mit Johannes an. Geht so. Und dann gehen wir oben aufs Dach. Wenn sie kommen, wenn sie überhaupt schafft, dann hau ich schon wieder ab und wir jumpen hier vorne in die Straßenbahn. Bro. Mal weg, du Arsch. FBI, wegfahren. Okay, die sind hier, haben die das Ständer irgendwo. Hier haben die das bestimmt geparkt. Rieler Straße, ne? Ja, Rieler Straße. Mauritius Getränkemarkt. Ich bin richtig. Mann, die Ampel ist grün, da bewegt sich kein Meter. An. Johannes vom Saturn. Mit dem Kontakt können wir auf den Turm hoch rauf. Ich war gerade noch besetzt. Bitte geht ran, Bro. Die denken, wir verstecken uns im Saturn. Ja, aber Digga, die werden nicht damit rechnen, dass wir oben am Dach sind. Bro, ich erreiche ihn nicht. Da rennen welche! Oh mein Gott, fahr schneller! Digga, ich kann hier nicht raus, ich muss ums Eck. Da sind sie! Oh mein Gott, ich seh sie! Digga, wir sehen sie! Nein, da sind sie! Scheiße! Hintereingang. Wir können nicht da einfach rumlaufen. Okay, du wirst einen Parkplatz finden. Delphi, komm. Tobi muss abgelenkt werden am Eingang. Der darf nicht reinkommen. Nein, die suchen mich eh erstmal hier unten. Die werden nicht vermuten, dass ich am Dach bin, Bro. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ist hier ein Parkplatz? Fährt der? Oder hat der gerade geparkt? Warum hast du mich nicht rausgelassen? Wir fahren rein. Fahren die kurz rein.
Wir fahren in den Hinterhof, Hintereingang vom Experion. Okay, pass auf, die sind im Saturn drin, die sind in den Saturn rein. Pass auf, Julius und ich bleiben hier, weil wenn die hier hinten rausgehen, dann haben wir sie. Die kannst sind du drinnen. Vorne rum rein und gucken, ins Experion. Ob die drin funk sind. Uns, funk uns zu, wenn sie drin sind. Aber okay. Du musst komplett absuchen, die dürfen sich da nicht verstecken. Ich frag die Leute. Wir hätten die angehalten, aber ich konnte nicht anhalten, weil hinter uns sehr viele Autos waren. Ja, und Fahrradfahrer. Jetzt geht Kathi kurz rein, wir halten hier im Hinterausgang, falls sie die hier raustreibt. Weil hier kennt Revi, dass man hier raus kann, ich bin ja nicht dumm. Wir haben Funk mit Kathi. Kann nicht mehr. Die sind vielleicht gerade eben schon ins Parkhaus reingefahren. Wir fahren jetzt nach ganz oben. Eines der höchsten Gebäude in Köln. Ist es doch, oder? Ist ja, es schon. Ist es. Zumindest hier im Umkreis. Sollen wir im Parkour checken bleiben? Können wir das machen? Nicht jinxen, bitte. Ja, okay, ich wollte jetzt einmal springen, ja? Okay, wir checken jetzt. Kathi ist gerade drin. Die war jetzt schon ein bisschen länger drin. Wie lange haben wir gewartet? 5 Minuten? Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was sie sagt. Tobi, Julius? Ja? Ich bin drin und ich habe auch alle gefragt. Die meinten, die haben sie gesehen, aber die sind hier nicht mehr. Dann guck mal auf Klo, aber auf Klo werden die nicht sein. Bewegt sich der Pfeil von denen? Nee, da bewegt sich 1 Millimeter. Also ich habe jetzt auf die Toilette geguckt, die sind da nicht. Hä? What the fuck, okay. Wir sind komplett über Köln gerade. Tobi wird vermuten, dass wir unten irgendwo im Saturn Experion sind. Das heißt, wir haben jetzt kurz Zeit, ein bisschen zu planen. Aber den Köln ein Verkehrsmittel, das so schnell ist, das so besonders ist, was es nur in Köln gibt, dass die niemals bekommen. Ich rufe sie jetzt an. Leute, wenn ihr das nochmal wollt, dass wir sowas machen, schaltet jetzt mal einen Like-Button nach oben und dann machen wir das Ding über ganz Europa. Dann machen wir eine 3-tägige Reise über ganz Europa und lassen uns handeln. Autos, Pferde, Quads, alles drum und dran. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, wenn ihr Komplize von mir werden sollt. Und jetzt muss ich ganz kurz, bitte Chris. Glaubst warte du, mal. Glaubst Ina, du? Komm sofort zurück. Nein. Ich hab eine Idee. Nein. Okay, wenn du 3 Minuten. Glaubst du das gleiche wie ich? Digga. Die sind auf dem Dach. Die sind auf dem Dach. Komm. Was? Raus. Hier, nimm. Was denn? Ina, ich hab eine Idee. Wenn die auf dem Dach sind. Ich hab die Drohne hier. Soll ich dir sagen, warum? Ich hab die Drohne hier. Soll ich dir sagen, warum? Ja, weil der Standort da der drauf Standort ist. Der Standort ist seitdem. Der ist gleich. Die sind drinnen, aber nirgends. Die müssen. Die sind da nirgends. Chris? Hallo? Hier ist Revi. Bist du gerade zufällig bei euch im Office? Also angenommen, ich würde gerade von jemandem, sage ich mal, verfolgt werden, ja? Ja. Und bräuchte so eine Art schnelles Fluchtfahrzeug. Könnte ich da vielleicht gleich spontan vorbeischauen mit meinem Kameramann? Ja, wer das? Zu euch mit dem Uber. Was brauchen wir da? Okay, ich sag mal so, wir haben jetzt gleich ein Uber. Die vermuten, dass ich irgendwo unten rumlaufe und dann komme ich zu euch, ja? Ja, ich schicke dir kurz die Adresse von dem Stand. Korrekt, bis gleich. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, selbst wenn die jetzt hier hochkommen würden, wir haben einen fucking Plan. Oh mein Gott, das sind 2 Leute. Guck mal. Was ist das? Ey Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gerade seht. Da ist eine Warte. Ist das Tobi? Oh mein Gott. Halt deine Fresse, das ist nicht Tobi. Ruf ihn an. Wir haben noch Zeit. Die müssen die Drohne wieder runterholen. Ey, sagt ihr das mit der Drohne? Wollt ihr uns? Das sind wir, ja. Okay, f*** euch einfach. Hier ist die Tür, hier. Rein da. Oh mein Gott, die fliegen schon wieder runter. Schnell. Wenn ihr die Treppe, wenn der Fahrstuhl unten ist, wir bestellen ihn hoch. Wir haben noch mehr Zeit dann. Hast du die neue Adresse von dem? Ja. Okay, er bestellt jetzt im Uber. Zieh den Hotdog, war das? Oh mein Gott, ich hab Angst vor dem. Nein, wir fahren hoch. Du fährst hoch. Komm rein hier. Alter, das ist so scary. Oh mein Gott, der wackelt. Die werden nie im Leben damit rechnen. Nein, dass wir mit den Dingern fahren, auf keinen Fall. Ey, stell dir vor, die laufen gleich hier die Treppen hoch. Da ist der Aufzug, die müssen da. Da ist der Ausgang, da müssen sie rauskommen, aber sie sind gerade nicht hochgefahren. Hier aussteigen steht ja, okay, wir müssen jetzt hier raus. Uber in 4 Minuten da. Und das Timing. Oh Gott, Digga, ich lieb's, es klappt alles perfekt. Mundschutz an und rein in Uber. Bro, merkst du, dass wir da ganz oben waren? Guck mal, film mal hoch. Wir sind komplett oben gewesen, jetzt schon wieder hier unten. So, wir werden gerade verfolgt. Da müssen wir ganz schnell weiter. Wir werden wirklich verfolgt. Von 3 Spezialeinheiten. Sind wir Uber? Die haben auch zu den Hotdog war das. Ich glaube, die sind noch nicht mal oben. Ich glaube, die waren noch nicht oben. Hä? Was? Digga, die sind nicht mehr da. Die sind weg. Hä? Wo sind die raus? Oh, Alter. Anders raus. Digga, da kann man auch eigentlich nirgends anders raus. Ich bin doch schon 800 Mal mit dem Aufzug. Johannes sogar war verwundert, der die gerade hochgelassen hat. Johannes, nur zur Info, unsere Kontaktperson. Ja, unsere Kontaktperson, die auch benutzt haben, der war verwundert, wie die oder wo die rausgekommen sind. Ja. Na, wo seid ihr? 10 Minuten entfernt. Ihr seid 10 Minuten von unserem Standort weg. Wo fahren wir hin? Was denkt ihr? Weiß doch ich nicht. Bis gleich, ihr Loser. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, ja? Dankeschön. Wir sind jetzt hier. Ey, es sieht so aus, als ob die zu haben, aber für uns einfach aufmachen, Kurt. Ja, du bist bei der alten Adresse. Das sieht hier nicht mehr so aus, als ob die noch sind. Ich hab's dir extra nochmal gesagt. Die Zeit, die wir gewonnen haben, haben wir gerade wieder verloren. Let's go. Hier ist das geradeaus nicht. Auf der anderen Seite. Wir sind komplett umsonst gelaufen. Hallo? Wir sind bei den Hot Rod Brothers. Der einzige Hinweis, den ich euch gebe. Hier drin? Hey, die sind Hot Rod Brothers. Das ist Hot Rod Brothers. Was? Sind wir da? Das sind Hot Rod, diese kleinen Autos-Dinger. Ist das hier drin? Was? Ist das hier? Nein, safe nicht. Der fährt zur neuen Adresse. Wir können da nicht hin. Ihr
Ihr seid falsch gefahren, ihr habt die falsche Einfahrt genommen, ihr müsst nochmal zurück. Oh mein Gott. Tobi, Gas, Gas, Gas! Oh mein Gott, okay, jetzt müssen wir... Ist hier ein GPS da an? Eins, zwei, eins. Eine Straße weiter, eine Straße weiter. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott, gerade so getrippelt. Hast du das Mindcam mitbekommen? Ja, die sind eine falsch reingefahren. Was macht ihr? Oh oh, ihr wart doch richtig verarscht. Das kann nicht sein. Willst du mich verarschen? Hey. Wie geht's? Ey, wir sind so on the run, Alter. Das ist crazy. Hot Rod Brothers. Oh, ah ja, der da steht's. Der Standort ist woanders. Die sind da steht's. Die meinten doch, dass sie hier sind. Guck mal, der Standort ist woanders. Wo seid ihr? Bei Hot Rod Brothers, aber ihr seid da nicht. Seid ihr bei der alten oder bei der neuen Adresse? Dann wahrscheinlich bei der alten. Okay, ich mache euch ein Angebot. Bleibt kurz bei der alten Adresse mal stehen. Damit rechnen sie niemals! Okay, pass auf. Karte steht da, da ist eine Einfahrt. Die können nur in diese Einfahrt reinfahren. Okay, Moment der Wahrheit, to become. Ja, ich sehe das Licht. Oh mein Gott, Tobi! Da ist er. Okay, wir haben ihn. Nein, rechts ist gerade. Die traut sich nicht! Oh mein Gott, nein! Versager! Ich warte. Okay, wir machen noch Risiko. Warte mal, er steht da. Wo? Da ist er. Nein! Oh mein Gott, ich hab abgewürgt. Nein! Oh mein Gott. Bist du dumm? Ich habe gerade auf Anironic abgewürgt. Das ist nicht mein Ernst. Das kann nicht sein. Glückwunsch zu 500 Euro. Ja. Achso, das habe ich gar nicht erwähnt. Perfekt. Das ist euer Weihnachtsgeld. Das habt ihr euch verdient. In diesem Sinne, lasst Daumen nach oben noch für den zweiten Part. Mann, Liga Double Fail. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.